Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier bei Chernobyl Light. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich würde ein bisschen weiter hier auf Spurensuche gehen. In das Gebäude müssen wir, glaube ich, rein. Genau, da ist unser Ziel. Ich würde aber gerne noch das letzte Fragezeichen einmal abklappern und dann noch Ressourcen sammeln. Also hier rechts das Gebäude ist auf jeden Fall das, wo wir den Server hacken müssen. Aber ich würde mich trotzdem noch mal einmal ein bisschen erkunden hier, ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Utensilien. Ach hier, guck mal. Weil was wir haben, haben wir. Das können wir nämlich dann ins Lager packen. Dann würde ich vielleicht noch mal ein Lager bauen. Noch mal ein zusätzliches. Und dann würde ich demnächst auf jeden Fall so eine Werkbank bauen, dass wir Dietriche. Weil Dietriche sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, das Fragezeichen ist genau hier irgendwo. Dietriche scheinen... Dietriche scheinen sehr, sehr wichtig zu sein. Ich will ihn eigentlich nicht töten. Den hier. Okay. Die Frage ist, was ist jetzt hier? Ist er alleine? Stimmt, ne? Haben die was im LKW, was sie gebrauchen kann? Ja. Ich hab den jetzt bestohlen. Du hast ein neues Level erreicht. Und du hast 3 Fähigkeitspunkte. Tausche sie bei Gefährten in der Basispunkte gegen Training ein. Juhu. Gut, dann haben wir das auch. Da geht's wieder hoch zu dem Dings. Und da unten... Ja, könnt ihr ruhigerweise bei dem Haus da mal gucken. Einfach nochmal. Ich scanne nochmal die Umgebung. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Da, ah, hier, guck mal. Pflanzen sind gut für Heilung. Pilze sind auch gut. Und ansonsten ist hier, glaube ich, da ist noch was, oder? Ich will den jetzt nicht aufschauen. Ich will den jetzt auch nicht töten, weil dann unser Bewusstsein ist dann wieder schlechter und so. Was ist das denn hier? Anti-Chernobylite-Brenner brauchen wir dafür. Krass. Das ist auch nicht auf der Karte markiert, ne? Doch, jetzt ist es markiert, aber vorher... Hier ist ein abgestürztes Flugzeug übrigens. Das müsste dahinter sein, theoretischerweise. Ja, hier. Gehört das dazu? Okay. Oh, da ist so eine Kiste. Ich weiß gar nicht, die Blitze kommen jetzt wieder, ne? Ich glaube, das war gerade so ein Blitz. Ich weiß nicht, ob die immer dann kommen, wenn man seinem Ziel nahe kommt, oder ob die irgendwann so eine gewisse... Ob die nach einer gewissen Zeit kommen, wenn das instabil wird, alles hier. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man, je länger man hier ist, desto schlimmer wird das. Oder ist es missionsabhängig, dass halt je weiter man der Mission voranschreitet, desto schneller kommen die. Weil wir reisen ja quasi durch Raum und Zeit. Und kommen ja dann quasi hierhin. Na? Wir teleportieren uns ja. Und das kann ja, glaube ich, nicht gut sein. Die Umgebung, alles. Okay. So, wie komme ich... Wie komme ich jetzt da rein? Hier. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Und aufpassen. Oh nein, nicht schon wieder Puppen. Okay. Gut, hier kommen wir nicht rein. Brauchen wir Dietrich. Das heißt also... Hier müssen wir, glaube ich, hacken. Ich würde erstmal looten. Genau, hier müssen wir sprechen. Glaube ich zumindest. Deswegen würde ich erst einmal... erstmal alles abluten. Und dann zurückgehen. Okay. Ging es eigentlich noch höher? Nee, ne? Nee. Oder? Nein. Okay.
Ты на месте! Отлично! Теперь к делу! Frag nach der Mission. Что нужно сделать? Прием. Вот и славно. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Необычно, но нам не подойдет. Как насчет Панцеркампфваген? Что, нравится? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию «Панцеркампфваген». Все. Погнали, наш «Панцеркампфваген», дружище. Конец связи. «Панцеркампфваген». Ist das nicht eine Hommage an Bud Spencer? Anulu Panzerwagen. So. Dann wollen wir mal. Das wird bestimmt ganz lustig. Heilung bräuchten wir auch ein bisschen schon mal. Ich wollte mal eben kurz gucken. Karte, Fähigkeiten. 3 Punkte. Das können wir aber, glaube ich, nur machen. Okay, Gefährten. Herstellungsrezepte. Okay. Aber wir haben ja nicht stehen, was wir machen müssen, ne? Steht tatsächlich nie drin, was wir machen müssen. Wir müssen genau aufpassen. Wir müssen jetzt quasi an den Wagen rankommen, ne? Oder irgendwie so was hacken. Lass mal gucken. Wir sind denn da? Sind das jetzt 2 oder ist das einer? Oh, der kommt hin. Ich glaube, das sind 2. Da ist einer. Oder ist das einer? Komm, dreh dich um. Ich will dir nichts tun. Ist das einer oder ist das 2? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist einer. Wenn es einer ist, ist es gut. Dann kommen wir da locker dran. Aber wenn er jetzt wieder den Rückweg einschlägt. Einer, glaube ich, ist es. Was zur Hölle du da tust? Ich habe keine Ahnung. Du patrouillierst da rum für irgendwas. Ich glaube, da zum Zelt müssen wir, glaube ich. Probier mal mein Glück. So, Revolvermunition und dann hacken. Michael, Notebook у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Теперь набери www.heartisalonelyhunter.ru и нажми Enter. Загрузи последний файл в колонке. Называется Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл и вуаля! Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти. Ich stimme zu, Oliver. Dafür bin ich hergekommen. Ich kann die Gelegenheit, ich kann keine Gelegenheit verpassen, mehr Informationen über sie zu bekommen. Базинар
Должно быть что-то и о Татьяне. Какого хрена? Нельзя этого делать! Если ты начнешь там рыться, они залучат доступ, и мы упустим шанс выкрутить их цифровые яйца! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус! Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! А я прямо ждал, когда ж ты это спросишь? На данный? Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht, wenn wir da rumwerkeln. So. Okay, jetzt die Frage, wo ist der? Er läuft gerade wieder zurück, ne? Wirklich super für uns. Ach, da hinten ist jetzt auch noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen die jetzt auf einmal alle her? Oh, hinter mir ist auch noch einer. Ich muss hier so schnell wie möglich weg. Wir haben einen neuen Questmarker am oberen Bildschirmrand. Da werde ich mal hindüsen. Weil ich zwischendurch mal gucken, ob wir ein paar Items noch finden. So, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, der Geisteszustand, glaube ich, den können wir auch mit so einem Heilgetränk, glaube ich, verbessern. So. Ja, ist ja gut. Ich glaube, 8 war, glaube ich, Heilung. Hey, Tom! Как дела, уроды? Вот такая, значит, у вас работенка, когда вы не торчите в Сирии. Вижу цель! Второй этаж! Не упустите его! Okay, die gehen jetzt rein. Der nutzt Ablenkung jetzt für uns. Dass wir jetzt hier drankommen. Vielleicht finden wir ja. Подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я в норме! Только не подходи к зданию! Кажется, заряды были слишком близко к складу химоходов. Что они вообще хранят в этих бочках? Сука! Может, в Газпром на горячую линию позвонить? Выбирайся оттуда скорее! Да не волнуйся ты за меня! Просто сотри сервера! Einsame Herzen.eu. Lade Unterhöschen des Todes herunter. So bescheuert. Нахер этого маньяка, Игорь. Запускай поиск, пока еще есть шанс. Ich weiß gar nicht, was haben wir beim letzten Mal denn gemacht? Scheiß drauf, ich durchsuche die Sachen, ob ich was finde. Прости, Миша. Я должен узнать, замешан ли Нар в исчезновении Татьяны. Ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich glaube, wir haben dasselbe gemacht, oder? Suchergebnis: Tatjana Amaliva, gefundene Dokumente 1, vollständiges Verzeichnis des Verbundenheitphänomens. 1996, Monat und Tag unbekannt, möglicherweise erster Vorfall, nicht nachgewiesen. Männlich 35, Zeit 30 Sekunden, Testperson singt John B. Good von Chucky Berry. Von Chuck Berry, einen der Songs auf der Voyager Golden Record. 1997, auch Monat und Tag unbekannt. Zweiter Vorfall, nicht nachgewiesen. Männlich 51, Dauer 1 Minute, unvollständig. Die Phase, dunkel hier drin, ist zu hören. Ach. Hä?
Hä? Was zur Hölle? Alter! Ich wollte noch weiterlesen. Schwarzer Stalker. Wie komme ich hier raus? Ach, der verschwindet auch nach einer Zeit. Das ist gut zu wissen, aber ich verschwinde auch. Ciao! Der schwarze Stalker kommt nach einer Zeit? Das ist aber auch neu. Der uns im Atomkraftwerk quasi den nicht den Oliver, den anderen gekillt hat. Ach du Heiliger. Gott, oh Gott. Und ich lese ganz fleißig, gemütlich und wollte noch weiterlesen? Toll. Mir geht's gar nicht gut, Oliver. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Hab ich, nein, hab ich niemals gesagt, ich bezahle dich dafür. So. Mission erfolgreich, lalalala. Fehlgeschlagen, angeschlagen, okay. Aber trotzdem ein bisschen Belohnung bekommen. Gut, okay. Naja. So, während einer Mission, der Gefährt hat sich schwer verletzt. Es wirkt auf seine Verfassung. So, während einer Mission, Effekte. Normale Essensration. Der kriegt gar keine. Eine Essensration macht deinen Gefährten satt und zufrieden, was deine Gesundheit und Moral ein wenig erhöht. Okay, machen wir das mal. Hat er sich verletzt? Anscheinend ja, ne? Wie auch.
Aber krass, dass der schwarze Dings jetzt kommt, der Stalker. Das ist ja heftig. Das war beim letzten Mal nicht. Und anscheinend ist das ja, wir haben ja anscheinend ja nur bis zur Basis gespielt und gar keine Mission. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es geht jetzt schon so los. Noch ein paar neue Sachen hinzugekommen. Okay, annehmen. Ja. Wir müssen auch irgendwie heilen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir müssen uns auch heilen. Wir sind übrigens auch... Boah, wir sehen gar nicht gut aus. Kann ich das irgendwie nutzen? Verwenden. Aber was macht denn die Radioaktivität weg? Eine Salbe, die dem Körper dabei hilft, einen kleinen Teil der Strahlung... Okay, das ist die Strahlung schon mal einen kleinen Teil weg. Trotzdem würde ich einmal ein Medikit nehmen. Ah, nicht ganz voll, aber immer noch besser. So, was ist mit körperlicher Verfassung? Haben wir dafür irgendwas? Beruhigungssalze. Diese Salze enthalten eine milde, sofort entspannende Wirkung bei allen, die ihnen beißenden Duft einatmen. Stärkt geringfügig die Psyche. Gucken wir mal. Aha, geht uns schon mal ein bisschen besser. Wir können auch Sachen herstellen. Wir müssen natürlich den Oliver natürlich auch. Wo ist der überhaupt hin? Der steht doch normalerweise sonst immer hier, oder? Oliver? Oliver? Hä, wo ist der hin? Okay. Ich würde ein bisschen was aufbewahren. Wir haben hier auch nochmal Chemikalien in so einem Kram. Das packe ich auch hier rein. Ich würde das mal eben umändern, ja. Ich würde hier vielleicht die Waffen reinpacken. Die wir gerade aktuell nicht brauchen. 20 Revolver-Munition dürfte auch reichen, oder? Oder machen wir mal 30, komm. 30 sind, glaube ich, ganz gut. Schrotpatronen. Das Gewehr lasse ich mal weg. Ich behalte jetzt erstmal nur den Revolver. Erstmal. So. Gut, dann haben wir das soweit. Die Schrottteile können ja auch rein und der Rest auch. Gasmaske kann man nicht. Können wir denn noch so ein... Wie war denn das Baumenü mit B? Ja, B. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie funktioniert denn das Ganze nochmal. Basisverbesserungen. Bauwerkzeuge. Schlafstellen. Energieversorgung. Luftqualität. Und was haben wir hier? Arbeitstisch. Ja, ganz toll. Laserschnittmaschine. Mit einem starken Laser kannst du aus gehärteten Metall, Industriemaschinen und qualitativ hochwertige Möbel bauen. Schalte Fähigkeit für industrielle Bauelemente. Ja, ganz toll. Das suche ich aber gerade tatsächlich nicht. So, Werkzeuge. Was haben wir hier? Werkzeuge? Was ist das? Achso, hier können wir kochen. Glaube ich, ne? Kochstelle. Kochstelle aus brennbaren Materialien und trockenen Kräuterprodukten. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall einmal, glaube ich, hinbauen. Bau das mal hier hin. So, eine Kochstelle ist immer gut. Das ist ein Labor. Das ist ein Rollbieger. Gasmaskenfilter und Gasmaske kann man da herstellen. Dietrich hier. Da müssen wir aber, glaube ich, erst leveln, ne? Baue Laserschnittmaschine. Achso, da brauchen wir die Laserschnittmaschine für. Okay. Ich will aber nochmal Lager bauen. Hier, Lager. Hier, ich würde nochmal so ein Lager bauen, tatsächlich. Machen wir das hier hin? Komm, machen das hier so drunter. Hier. Dann machen wir hier das Lager hin. So, da können wir da nämlich auch nochmal Sachen aufbewahren. Gehen wir mal zurück. Dann können wir hier nämlich zum Beispiel so Essen und so ein vielleicht auch nochmal ein bisschen anderes Gerümpel aufbewahren. So. Dann haben wir hier ein bisschen größeres Lager und wir können hier auch produzieren. Was ganz cool ist, zum Beispiel die Beruhigungssalze können wir nochmal herstellen. Brauchen wir zwei Pilze und einmal Kräuter.
Dann würde ich tatsächlich einmal die Anti-Strahlung herstellen. Aber ruhig zweimal. Und dann würde ich diese Heilsalbe vielleicht zweimal herstellen. So. Gut. Denn wir brauchen ja auch was zum Heilen und so. Ich würde vielleicht noch einmal die Beruhigungssalbe nochmal einmal machen, damit wir zwei jeweils haben. So, seht ihr? Und dann wird das schon wichtig mit den Kräutern und den ganzen Kram. Ich lasse jeweils einmal, kann ich das aufteilen mit G. Ach so. G halten und dann aufteilen. Also, okay. Bisschen umständlich. So, F. Ne, G. Nein. G gedrückt halten. Und dann F. Und dann so. Genau, so. Dann haben wir jeweils immer eine Salbe mit. Jetzt muss ich mal eben schnell im Schnellmenü gucken. Okay, die sind auf jeden Fall noch drin. Das ist ganz gut. Die Suppen da rechts, das war Heilsalbe. Okay, also haben wir auf der 6 die Heilsalbe. Ich würde die gerne auf der 8 wieder machen, oder? Lassen wir die mal auf der 6. Oben ist die Antistrahlensalbe, genau. Mit der Beruhigungssalbe, die könnten wir eigentlich mal einschmeißen und kommen. Weil dann haben wir das auch so weit weg. Komm. Dann sind wir soweit wieder geistig, wieder eigentlich einigermaßen fit. Und, so, jetzt mal eben gucken wegen Fähigkeiten. Kann ich jetzt hier was herstellen? Du hast gelernt, deine Gegner effizienter in Kampfunfähigkeit zu machen, ohne sie zu töten. Ja, würde ich gerne lernen. Wie lerne ich das denn? Gar nicht, ist ein Schloss vor. Ich dachte, ich kann hier... Ich dachte, ich kann hier Fähigkeiten hinzufügen. Wie geht denn das? Gefährten? Okay. Anscheinend kann ich das noch nicht machen. Hier sind noch andere Disziplinen, Reflexe, Karte. Ja, das ist ja aktuell die Karte hier. Genau. Wo kann man denn da noch hingehen? Wo ist das denn? Achso, das war der Anfang, glaube ich, ne, wo wir hergekommen sind. So, das ist meine Tasche. Herstellungsrezept. Hier können wir auch nochmal gucken, für was wir was brauchen. Gut, aber ansonsten... Ich frage mich, wo Oliver ist. Betten und so haben wir jetzt noch nicht, ne? Klar können wir natürlich ein Bett bauen. Vielleicht für Oliver, damit er ein Bett bekommt. Würde ich vielleicht eins bauen. Lass mal eben schauen. War es Verbesserung? Ist das hier? Möbel? Das ist nur Dings. Ich guck mal eben, wo sind denn hier Betten und so? Beleuchtung, Wände, Dekorationen. Behälter, Garten, Rüstungsbank, Waffen, Werkzeuge. Ah, hier Schlafstellen. Schlafsack würde plus geben an Schlafstelle plus 1. Sofa. Plus 20 Komfort der Basis. Und das natürlich 60 und plus 1. Das haben wir sogar. Würde ich einmal bauen, tatsächlich. Komm, einmal können wir das machen. Braucht 4 Chemikalien. Davon haben wir 25,2. 6 Mechanikteile. Von 58,3. Und 2 Pilze. Okay. Drehen war... Also, okay. Wie machen wir das denn? Machen wir die Schlafdings unten? Ach, da ist er. Ach, der hat ein Bett. Und den habe ich schon ein Bett gebaut, oder was? Den habe ich schon ein Bett gebaut. Ja, dann. Ja, wenn ich dem schon ein Bett gebaut habe, dann... Ja, dann, nee, dann kriegt er keinen. Ich dachte, ich hätte noch keins gebaut. Ja, dann ist ja... Dann ist ja scheißegal. Gut. Ich würde sagen, wir legen und schlafen. Und, ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge ruhen wir uns aus oder beziehungsweise stehen auf und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Chernobyl Light. Macht's gut. Tschüss.